Ja, hallo Freunde der SG Oppershofen. Los geht's mit einer kleinen Zusammenfassung der letzten Spieltage, angefangen mit dem FC Olympia Fauerbach gegen die SG Oppershofen. Hier zu Gast im Friedberger Stadtteil. Es läuft bereits die Kreisliga B-Begegnung zwischen beiden Mannschaften. Stefan, in dem Fall Stefan Müller, ging ab. Er hat das einzige Tor geschossen, 1:0 für die SG Oppershofen, auch der Endstand. Das Tor fiel kurz vor Ende der ersten Halbzeit und bei dem Stand sollte es dann auch bleiben. Die SG Oppershofen von Beginn an in der Defensive gegen das stärkere Team aus Fauerbach, Markus Kaltbrenner, mit viel Arbeit an diesem Nachmittag. So war es dann eigentlich auch nur eine Frage der Zeit, wann das erste Tor fällt. Direkt in der ersten Halbzeit lag die SG Oppershofen bereits zurück. Hinzu kamen viele vergebene Chancen von Fauerbach. Hier ein verschossener Elfmeter, viele Lattenschüsse, viele Pfostenschüsse. Am Ende durfte die SG Oppershofen doch noch ein Tor schießen. Hier Jan-Ari van Egmond mit dem Kopfball. Damit endete das Spiel. Das Filmmaterial des nachfolgenden Spiels gegen Florstadt ist leider nicht mehr vorhanden. Deswegen geht es gleich weiter mit einem Spiel, das wahrscheinlich beide Mannschaften gerne aus ihrem Kalender streichen würden. TSV Dornassenheim gegen SG Oppershofen. Minuten wurde Fußball gespielt an diesem Abend. In der letzten fußballerischen Aktion erzielte die SG Oppershofen das 2:3 kurz nach einem Schiedsrichterball. Daraufhin ergaben sich Szenen, die es dem Schiedsrichter nicht mehr erlaubt haben, die Partie wieder anzupfeifen, und der Unparteiische brach das Spiel bei 2:3 für die SG Oppershofen ab. So, weiter geht's mit der SG Oppershofen gegen den SV Steinfurt. Hier ein Nachholspiel aus dem Sommer. Ein Steinfurter Spieler verletzte sich und die SG Oppershofen willigte einer Neuansetzung zu. Damals zum Stand von 0:1 für den SV Steinfurt. Steinfurt sorgte bereits für frühe Tore. Zur Halbzeit ging man mit 1:4 in die Kabine. Das heißt, die SG Oppershofen hier weitaus in der Defensive. Einige gute Chancen im Spielverlauf konnte man sich dennoch erarbeiten, aber am Ende langte es nicht gegen stark aufgelegte Nachbarn aus Steinfurt. Am Ende hieß es 1:6 für den SV Steinfurt und somit geht es nächstes Wochenende weiter in Bruchenbrücken für die SG Oppershofen. Bis dann, viel Spaß, tschüss.